Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen, die gesetzliche Grundlage in Nordrhein-Westfalen, auf der Polizei Videoüberwachung im öffentlichen Raum durchführen darf, gibt es im Wesentlichen, so wie sie jetzt ist, seit 2003, mit kleinen Änderungen, aber im Wesentlichen gibt es sie seit 2003. Ich habe seinerzeit auch an diesem Gesetz mitgewirkt und uns war damals wichtig, diese Videoüberwachung im öffentlichen Raum nicht jetzt als Scheinsicherheit zu schaffen, aber auch nicht flächendeckend hier eine Videoüberwachung in Nordrhein-Westfalen dafür eine gesetzliche Grundlage zu schaffen. Es ist in diesem Gesetz so geregelt, in unserem Polizeigesetz, dass Videobeobachtung nur an Kriminalitätsbrennpunkten, die auch nachgewiesen sind, eingesetzt werden darf. Dass die Straftaten, die dort begangen werden, auch an den Ort gebunden sind, dass es nicht zu Verdrängungseffekten kommt und es muss eine Prognose über weitere Straftaten vorliegen. Und nur dann darf Videoüberwachung in Nordrhein-Westfalen durch Polizei in öffentlichen Räumen auch durchgeführt werden. Die Polizeipräsidenten in unserem Land sind da sehr sparsam mit umgegangen. Denn ich glaube, Polizeipräsidentenpraktiker sind oftmals weiter als Politik. Es gibt derzeit nur in Mönchengladbach und in Düsseldorf eine polizeiliche Videoüberwachung, Videobeobachtung im öffentlichen Raum. Frau Kollegin, entschuldigen Sie, würden Sie eine Zwischenfrage, ich glaube, von Herrn Kollegen Herrmann zulassen? Ja. Bitte. Ja, vielen Dank, Frau Kollegin, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Sie haben gerade die Voraussetzungen erwähnt, unter denen halt ein Ausbau der Videoüberwachung und ein Einsatz der Videoüberwachung laut Polizeigesetz möglich ist. Wollen Sie zur Kenntnis nehmen, dass wir mit dem Antrag genau die Vorlage der Berichte haben möchten, auf der Grundlage, wie Sie jetzt für die Ringe diesen Beschluss gefasst haben? Also ob halt Berichte gemacht worden sind, wir möchten diese Berichte gerne vorliegen haben. Nehmen Sie zur Kenntnis, dass das der einzige Inhalt dieses Antrags ist? Nehme ich gerne zur Kenntnis, aber dann hätten Sie hier so einen Antrag nicht stellen brauchen, wenn das so ist, weil nämlich in § 15a Absatz 5, ich zitiere, steht, 15a tritt am 31. Juli 2018 außer Kraft. Die Auswirkungen dieser Vorschrift und die praktische Anwendung werden durch die Landesregierung unter Mitwirkung einer oder eines unabhängigen wissenschaftlichen Sachverständigen geprüft. Die Landesregierung berichtet dem Landtag über das Ergebnis der Evaluierung. Ich gehe mal davon aus, dass sich diese Landesregierung auch an dieses Gesetz hält. Dafür brauchen wir jetzt hier Ihren Antrag nicht. Also von daher, klar, nehme ich gern zur Kenntnis. Ich würde aber gerne noch mal abstellen, weil das oftmals jetzt auch in den Medien so dargestellt wird, warum wir diese Videoüberwachung ausbauen wollen, was sie nicht kann und was sie auch nicht darf. Und das, glaube ich, ist noch mal wichtig zu erwähnen. Wir dürfen sie als Land, die Polizei darf sie gar nicht präventiv zur möglichen Beweissicherung einsetzen. Weil vielfach heißt es ja, ich habe es heute Morgen erst wieder in einem Kommentar, ich glaube in der Rheinischen Post gelesen, ja, warum macht ihr das denn nicht? Man kann doch dann nachher die Täter damit fassen. Nein, das dürfen wir nicht. Das Bundesverfassungsgericht sagt hier sehr klar, und das ist eben auch sehr schwer vermittelbar, aber deswegen auch noch mal sehr deutlich die Abgrenzung, was wir überhaupt dürfen, was wir nicht dürfen. Wir dürfen nicht präventiv mit der Begründung präventive Beweissicherung zur präventiven Beweissicherung, dass vielleicht dort mal irgendwas passiert und wir das zur Beweissicherung brauchen, darf Polizei in Nordrhein-Westfalen keine Plätze überwachen. Diese Begründung steht dem Verfassungsrecht entgegen. Und das will ich hier noch mal ausdrücklich sagen, weil auch GdP-Vorsitzende in diesem Land, die es immer wieder aufführen als Begründung. Und da sollte man auch redlich sein. Und ich denke auch hier ein Selbstverständnis in diesem Landtag da sein, dass die Legislative sich selbstverständlich hier an Verfassungsvorgaben halten. Und jetzt kommt das Zweite. Was kann Videoüberwachung denn überhaupt machen? Wenn was passiert, und das finde ich, ist die wesentliche Voraussetzung zum Einsatz dieser Kameras, wenn etwas passiert, muss Polizei auch schnell vor Ort sein und helfen. Weil ansonsten ist das eine Scheinsicherheit für die Opfer, die sich sicher fühlen, wenn etwas passiert, aber Polizei nicht da ist, um ihnen zu helfen. Das ist eine wichtige Voraussetzung, denn dies erfordert dann wiederum nicht nur das Personal an den Bildschirmen, die die Bildschirme überwachen, sondern auch frei verfügbare Kräfte, die sehr schnell und sehr nah dann auch vor Ort sein können. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Videoüberwachung, aber ich glaube, das haben auch alle bis jetzt gesagt, hier nicht als Allheilmittel und überall zur Sicherheit einsetzen können und auch nicht sollten, weil hier ansonsten Scheinsicherheit suggeriert wird. Das
Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist in Düsseldorf gut gelöst. Da sind diese Voraussetzungen erfüllt. Es ist ein Kriminalitätsbrennpunkt, der tatsächlich an die Örtlichkeit gebunden ist. Da trifft man sich halt am Wochenende nachts auch, um Straftaten zu begehen. So ist das einfach. Frau Kollegin, ja, es gibt den, noch eine einen weiteren Wunsch auf Seiten von Herrn Kollegen Olea. Immer gerne. Nehmen wir den noch mit, bitte. Vielen Dank, Frau Dücker, dass Sie diese Zwischenfrage kurz zulassen. Weil Sie jetzt gerade kurz erwähnten, dass ja die Erreichbarkeit des möglichen Tatortes für die Polizei genau mit das ausschlaggebende Argument ist, stellt sich mir gerade die Frage, nämlich genau anders als in Düsseldorf, wo ja die Polizeiwache, ich als Düsseldorfer weiß das, in der Düsseldorfer Altstadt direkt 50 Meter in Reichweite ist. Wie weit ist denn die nächste Polizeiwache zu den Kölner Ringen überhaupt entfernt in diesem Fall? Um das zu rechtfertigen. Wenn wir das an einem Ort machen, ich gehe umgekehrt daran, Herr Kollege, wenn Videoüberwachung eingesetzt wird, damit es eben nicht zu einer Scheinsicherheit führt, müssen diese Voraussetzungen da sein oder eben geschaffen werden. In Düsseldorf, das ist richtig, sind sie. Die Polizeiwache ist um die Ecke innerhalb von, weiß ich, unter einer Minute. Und das ist wirklich an der Stelle dann auch der Gewinn dieser Kameras. Die sind ja auch nicht ständig im Einsatz, sondern dann, wenn da auch, ich sag mal, die Post abgeht, nämlich nachts an Wochenenden. Und dann schaffen sie es, unter einer Minute da zu sein und dann auch größeren Schaden zu verhindern. Nämlich, wenn eine Schlägerei anfängt, dann auch da zu sein, damit, bevor die Massenschlägerei da ist. Das, finde ich, ist in Düsseldorf ein Konzept, das wir auch vor Ort da als Grüne und ich hier auch für das Land absolut mittrage, weil hiermit auch tatsächlich ein Sicherheitsgewinn verbunden ist. Und dies als Voraussetzung ist für mich ganz nüchtern. Dieses Gesetz haben wir, das entscheiden wir hier nicht parteipolitisch, wo jetzt Videokameras aufgebaut werden, weil das gerade in meinem Wahlkreis gut passt, sondern wir haben diese gesetzliche Grundlage, wir haben die Ansprüche daran, es muss geeignet sein, es muss erforderlich sein, es muss einen Brennpunkt nachgewiesen werden, die Polizei muss auch vor Ort sein können, wenn was passiert, und auch die Bildschirme beobachten können. Und dann und nur dann trägt es auch zu mehr Sicherheit bei. Und da muss ich sagen, Herr Schittges, Sie haben mal eben aus dem Ärmel hier gesagt, und wenn wir das jetzt alles mehr hätten, dann wäre das in Köln nicht passiert. Das ist leider falsch. Denn wir haben, und das kann Videoüberwachung nicht leisten, so ehrlich sollten wir sein. Die Abschreckung im Bahnhof von Köln, ja, war offenbar nicht gegeben, denn dort hängen überall Kameras. Ja, der ganze Bahnhof ist massenhaft mit Kameras überwacht und trotzdem haben diese Taten dort leider stattgefunden. Das heißt, wenn wir hier mit Videokameras tatsächlich den Menschen, und da bin ich für, wenn es geht, mehr Sicherheit bieten können, dann entlang dieser Kriterien. Denn ansonsten, und da bin ich wieder bei dieser Symbol- und Aktionismuspolitik, wir erreichen am Ende nichts, wenn wir als Antwort auf diese schrecklichen Vorfälle von Köln Scheinlosungen anbieten, um politische Geländegewinne zu machen, am Ende die Opfer nicht wirklich merken, es ist mehr Sicherheit da, ich werde besser geschützt, dann verlieren wir Vertrauen. Das heißt, ein ehrlicher, ein pragmatischer Umgang mit diesem Instrument, dafür stehen wir Grüne, und genauso werden wir auch zukünftige mögliche Standorte für Videoüberwachung bewerten, und ich denke, dann wird auch mehr für die Sicherheit in diesem Land dabei rauskommen. Schönen Dank.